Hallo Leute, mein Name ist Sven Weider. Ich möchte euch heute ein Instrument vorstellen, und zwar ein Metallinstrument, und zwar die Kaisar. Die Kaisar ist ein Nachbau der Hang Pan oder auch, wie man allgemein üblich sagt, die Hang Drum. Ja, und wie die Hang Drum und so auch die Steel Drum, besteht die Kaisar natürlich auch aus einzelnen Feldern. Diese einzelnen Felder aus dem Metall rausgehauen und gestümpft sind die einzelnen Töne jeweils. Jedes Feld hat seinen eigenen Ton. Und der tiefste Ton ist eigentlich meistens hier oben immer und ist in unserem Fall ein A, könnte auch ein F sein, aber in unserem Fall ist es tatsächlich ein A hier an der Stelle. Dann ist die Kaisar eigentlich so aufgebaut, dass sie hier in der Hälfte geteilt ist. Auf der Seite befinden sich die Töne zu einem Akkord, den man A-Moll bezeichnen könnte. Naja, es ist der A-Moll-Akkord. Auf der anderen Seite befindet sich Bes-Dur. Okay, erstmal die Einzeltöne von A-Moll. Natürlich ist erstmal da selber der Ton A. Dann kommt ein C. Dann kommt ein E und hier hinten die Oktave A nochmal. Auf der anderen Seite entsprechend ein Bes, ein D, ein F und hier hinten nochmal ein Bes in der hohen Oktave. Und ganz zum Schluss wurde hier nochmal ein hohes D dazu getan. Das sind die Töne und letztendlich besteht sie aus zwei Akkorden, A-Moll und Bes-Dur. Und die Tonleiter, die natürlich darüber spielbar ist, ist eine F-Dur, eine F-Major-Skala, die darüber gespielt werden kann. Das heißt, in der Tonleiter kann man mit dem Klavier, Gitarre, was auch immer dazu spielen. Das Instrument hat seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Klang, wird hier aber mit Händen gespielt. Das heißt, ja, wer irgendwelche Aufnahmen von diesem wunderschönen Instrument hören will, kann gerne irgendwelche Kaisar oder Hangpan ins YouTube eingeben oder in Google eingeben und dann werdet ihr sehr schöne Aufnahmen finden von diesem Instrument. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, schaut euch noch genug Filme an, Videos. Ich wünsche euch was, musikalische Grüße. Euer Sven. Tschüss.